Biologie. Es gibt nur zwei biologische Geschlechter. War ja klar, dass es für sie nur Mann und Frau gibt. Annika, nein, das ist total veraltet. Ich rede von Chayas und Fuckboys. Ja, die Frage, die ihr euch natürlich stellen müsst, ist der Bre oder die Cis eurer Wahl? So ein Rizzler oder doch eher ein kleiner Huren? Ja? Als Beispiel, Annika, äußerlich ist er eine 10 von 10. Aber er trägt einen Rucksack und wenn er sich bückt zum Schuhe binden, dann fällt der Rucksack über ihn drüber und alles fällt raus. Pass? Smash? Das kommt auf den Charakter an. Nein, Annika, das ist ein ganz klarer Pass. Sowas ist eine Red Flag, total cringe. Geht gar nicht. Hast du deine Ick-Liste nicht ausgefüllt? Mein Ick ist, wenn jemand eine Ick-Liste macht. Okay, irgendein anderer Tryharder als Annika. Tristan, was steht auf deiner Ick-Liste? Mit über 30 noch Jugendsprache sprechen. Der Unterricht ist beendet. Aber ich hatte gar nicht geklingelt. Der Unterricht ist beendet, habe ich gesagt. Wirtschaft. So, wer von euch konnte übers Wochenende sein Portfolio um 10% steigern? Annika? Ich habe einen super seltenen Katzen-NFT geflippt und 10x mit einem 100 Altcoin gemacht. Krasser Grind. Auf jeden Fall berechtigter Flex. Aber denkt bitte dran, ja, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ein Sparbuch anlegen. Nein. Osman, du musst an deinem Mindset arbeiten. 70% MSCI World und 30 Emerging Markets. Lol. Annika? All in Bitcoin? Absolut, all in Bitcoin. Bitcoin and chill. Einfach nur hodeln. Aber das ist ja null Diversifizierung. Null Diversifizierung. Nee, ich finde wirklich, das hört sich ein bisschen unsicher an. Das hört sich ein bisschen unsicher an. Oh mein Gott, mein Hundeschildkern hat nochmal 10x gemacht. Wirklich? Okay, FOMO kickt. Ich gehe all in. Scheiße, der geht wieder runter. Was? Hat jemand 50k? Was, Digga? Also 50k? Nicht mal Euro. Notenbesprechung. POV, du musst dich selbst bewerten. Welche Note würdest du dir geben? Nein. Das ist ein bisschen sass, oder? Ich kann da noch mal nachschauen, aber laut meinen Aufzeichnungen bist du in den letzten Klausuren ja ehrenlos untergegangen. Dein Vortrag zum Burgi-Geld hat nicht geslayed und deine dialektische Erörterung über den Anzeigenhauptmeister? Cringe. Ja, gut, deine letzten drei Outfit-Checks, die fand ich, die haben rasiert. Ja, und was kriegst du jetzt für eine Note? Ich habe mir ein Side-Eye notiert. Bombastic oder Criminal Offensive? Bombastic Side-Eye. Scheiße, Mann. Politikwissenschaften. Leute, gerade in so unruhigen Zeiten wie jetzt ist es super wichtig, die aktuelle Nachrichtenlage zu verfolgen. Osman, was geht auf TikTok? Bibi und Julian haben sich getrennt. Das ist doch schon ewig her. Ja, bist du auf Facebook unterwegs oder was? Die neue Staffel Temptation Island ist draußen. Oh, die hittet anders. Für wen seid ihr? Aber das sind doch keine politischen Inhalte. Warum reden wir nie über die Ampelkoalition oder sowas? Berechtigter Einwand. Baerbock, schippt ihr die eher mit Habeck oder Lindner? Was? Das sind keine politischen Inhalte, Herr Stimpel. Also richtig politisch jetzt, oder was? Gut, interessiert euch irgendwas? Wann bubbert's legal? Die Legalisierung ist doch schon durch. Ja, eben, Annika. Politische Inhalte sind einfach nicht mehr relevant. Was nicht relevant? Ich zahle 8 Euro für einen Döner. Ist klar, dass Ihnen der Dönerpreis egal ist. Aber ich bin mad as fuck auf den Olaf, ja? Ich verhunger wegen dem Blender. Dönerpreisbremse. Dönerpreisbremse. Oder Falafelpreisbremse. Dönerpreisbremse! 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 Chemie. In der letzten Stunde haben wir besprochen, welches Element sich am besten eignet, um viele Views zu sammeln, wenn man mit einer heißen Klinge durchschneidet. Dieses Mal geht es um ASMR, die besten Verbindungen dafür. Tristan, wie gehen eure Recordings voran? Wir sind gestern mit dem Auto meines Onkels über Zahnpastatuben gefahren. Das war schon echt satisfying. Das glaube ich. Aber darfst du überhaupt Auto fahren? Nee, eigentlich nicht. Sehr gut. YOLO. Annika, wie sieht's bei dir aus? Also, ich bin mit Nägeln über verschiedene Oberflächen gegangen. Oh, der Klassiker. Sehr gut. Aber heute in der Stunde wollten wir doch diese Seife zerschneiden. Das bringt immer voll viele Views und ist satisfying. Das stimmt. Ich hatte tatsächlich was anderes mit euch vor. Und zwar habe ich auf meiner For You-Page ein Tutorial angezeigt bekommen, wie man ganz einfach selber reflektierenden Glitzerschleim herstellen kann. Brillen auf. Okay, das sieht doch gut aus. Dann fügt ihr bitte als nächstes das Chlortrifluorid hinzu. Clickbait! English. Who knows which tense we have to use here? Okay, keine Panik. No, no, no. Sit down, everybody. We still got work to do. In English, please. Osman, atme nicht mehr. In English, please. Breathe no more. He, she, it, es muss mit. He breathes no more. Sehr gut. Einige Dinge ändern sich nie. Dein Lehrer hat Kaffeemundgeruch.
Ich habe eine Frage. Du hattest eine Frage. Nee, es hat sich gerade geklärt. Tristan, ich bin noch zum Helfen da. Ich komme am besten mal rum. Das ist eigentlich super ersichtlich. Du hast ja nichts aufs Blatt geschrieben. Ich wollte. Das ist eine einfache Prozentaufgabe. Ich wollte jetzt anfangen, wirklich. Fang jetzt an hier. Prozent, klar, eins. Nee, du sollst die Prozentpunkte in die Tabelle eintragen. Ah, das ist doch Pillepalle, Tristan. Das ist prüfungsrelevant. Ja, ich hab's verstanden. Ich glaub nicht. Ich erklär's dir nochmal. Ja, Hausaufgabe, liebe Sportsfreunde, ist, glaube ich, klar. Almania schauen! 8 neue Folgen. Ja, in der Mediathek. Nur dank euch konnten wir die zweite Staffel machen. Und wenn ihr jetzt wieder fleißig klickt, gibt es hoffentlich auch eine dritte Staffel. Ich feiere die zweite, ich finde sie besser als die erste. Ja, wir feiern uns halt gern selbst. Also ihr feiert uns auch. Hier gibt es 8 neue Folgen. Viel Spaß.